Wir waren nur drei Paare, genau. Und der Rest waren... Oder vier? Nee, drei oder vier. Also wir haben drei gezählt, mhm, und ich glaube, der Rest waren Singles. Mhm. Ja. Alles. Oder Paare, die allein, wo ein Teil halt nur hingefahren ist. Also. Genau. So. Ja, das hat gut gepasst, weil es auch sehr dynamisch war. Ja, und jeder hat seinen Platz gefunden. Und es war dann eine unheimliche Herzlichkeit. Und am letzten Tag sah es eigentlich nicht so aus, wie wenn wir alle gekommen wären, eben ohne dass sich irgendjemand kennt oder die wenigsten sich gekannt haben. Das war eine richtige Vertrautheit. Ja. Also da entstehen auch Freundschaften. Also Freundschaften, die auch über den Kurs hinausgehen. Manche haben länger Bestand, manche weniger. Auch, wie gesagt, das ist immer so, wie im normalen Leben auch. Aber wenn man überlegt, mit was für einem Gefühl man hingegangen ist, man sieht dann zum ersten Mal in dieser Runde und sieht, diese Leute sind alles Fremde. Nicht immer, aber die meisten. Und jetzt das Gefühl bei der Abschiedsrunde. Und das Ganze sind ja immer nur wenige Tage. Und da kann man dann erkennen, was in so wenigen Tagen passieren kann, was da möglich ist. Ja, am Anfang sitzt man da und sagt, oh je, was tue ich hier eigentlich zwischen diesen fremden Menschen? Und am letzten Tag sagt man, oh nee, jetzt muss ich leider wieder gehen. Also genau umgekehrt, ja, was tue ich eigentlich woanders? Weil man so viele tolle Menschen kennengelernt hat und jeder seine Vor- und Nachteile und alles, wo man so miteinander gerungen hat, auch in vielen Situationen, dass man miteinander irgendwas gemacht hat und jeder vielleicht der eine den anderen getragen hat, emotional getragen hat. Und und das ist wunderbar. Das ist einfach schön. Wir wohnen jetzt 3 Jahre da, wo wir wohnen, haben aber in den 3 Jahren nicht so viele interessante Menschen kennengelernt wie hier in einer Woche. Und das ist natürlich bezeichnend. Auf nach Belzig.